So, da das letzte Update-Video auch schon ein bisschen was her ist und da das sag ich jetzt mal auch ja, also ziemlich schlecht bewertet worden ist, das ergibt sich dann mir, dass ich das nicht gut erklärt gehabt habe beim letzten Mal. Jetzt ist ja so, dass es das 1.3.2 Update gibt. Ja, schon seit längerem. Und dazu habe ich ja noch kein Update-Video hochgeladen und wie ihr das jetzt installieren könnt, weil ich wurde ja nochmal gefragt, ob ich nicht nochmal so ein Video drüber drehen kann und das einfach mal erklären kann, weil es hat sich ja so ein bisschen was auf jeden Fall geändert. Ich bin jetzt hier, ich kann euch das mal verlinken, wo ihr direkt zum Download kommt auf der offiziellen Seite von moviebattles.org. Finde ich richtig schön, wie sie das gemacht haben hier. Richtig cool, also da haben sie sich echt Mühe gegeben mit der Seite, die haben sie ja jetzt neu aufgebaut. Ist richtig cool, also die Seite ist soweit fertig, ganz cool. Ihr könnt das für Linux, für OS X herunterladen oder halt für Windows und habt auch mehrere Alternativen. Ihr könnt das direkt herunterladen oder wie ich es gemacht habe über einen Torrent. Da habe ich jetzt beispielsweise den BitTorrent. Das hat positive Aspekte, zum Beispiel so dieser Direkt-Download, der kann halt abbrechen und dann ist halt die ganze, ja, das Ganze, was ihr euch heruntergeladen habt, ist dann so gesehen im Arsch. Und bei einem Torrent könnt ihr halt immer mal wieder, das speichert sich halt. Das ist ganz praktisch auf jeden Fall. Und das Torrent ist zumal auch sicherer als so ein direkter Download halt jetzt, ne? Gut, hier wird es dann halt eigentlich schon mal erklärt, wenn ihr das Englisch könnt. Ich kann, also erstens using Launcher, Download, Launcher, Direct, Download 3 MB and put it to Game Data Folder, click Install. Also das heißt, ich habe es noch nicht gemacht, aber ihr downloadet euch den Launcher, der ist 3 MB groß, das geht easy. Dann tut ihr diesen hier, ich kann euch das mal zeigen, in euren LucasArts, Jedi Academy Game Data Ordner rein und dann installiert ihr das halt einfach. Das ist halt, das läuft dann über den Launcher, da müsst ihr auch nicht wirklich viel downloaden. Das ist halt wie so eine CD, installiert die halt einfach und das macht er dann separat so. Das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, finde ich. Da muss man nicht tausendfach downloaden. Oder wie ich es gemacht habe, halt 3,9 GB ist das groß, über einen Torrent downloaden. Und dann werdet ihr auch gerade schon weitergeleitet. Also, das ist nicht allzu schwer. Ihr müsst einen Pfad auswählen und dann, wie gesagt, wenn ihr das installiert, dann bitte in den LucasArts, wo ihr euch habt, euren Jedi Knight Jedi Academy Ordner und dann in Game Data reingehen. Wichtig ist, dass ihr das Spiel wirklich nur mit Jedi Academy spielen könnt. Das ist die neueste Version, die 1.3.2er Version und ja, das ist eigentlich simpel, einfach. So, dann habt ihr jetzt noch folgendes Problem, wenn ihr das jetzt hier installiert habt, das sieht dann so in etwa aus. Ich habe jetzt hier, kann jetzt diese Batch-Datei öffnen, dann kann ich direkt ins Spiel starten. Oder ihr geht halt einfach im Multiplayer, das ist halt eine Multiplayer-Mod und dann geht ihr auf Mods hier, also normal Jedi Academy, dann könnt ihr das von da aus auch starten, das geht auf jeden Fall. Hier sind auch meine Dateien, die dann dazu mit installiert werden, das wird eigentlich alles, da könnt ihr nichts falsch machen, so, ne? Dann, genau. Gibt es aber noch so eine Schwierigkeit, also wenn ihr das dann startet, dann ist meistens noch was ein bisschen was verbuggt. Und zwar bewegen eure Charaktere sich nicht richtig und die sitzen dann eher so und es sieht mega bescheuert aus. Da dann, ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Datei das war, aus dem, ich muss gerade mal kurz gucken, MB2-Ordner. Da sind halt die ganzen Karten und so drin. Entweder die ZMB Base Assist PK3-Datei, entweder ist das die in dem Base-Ordner tun, die ist nämlich hier drin. Ich bin mir nicht sicher, ob es die MB Assets PK3-Datei war oder generell, ob das diese vier waren. Aber ich glaube, ihr müsst nur die ZMB Base Assets PK3-Datei in den Base-Ordner installieren. Was heißt installieren? Ihr packt den einfach von MB2 in den Base-Ordner, damit dieser Bug verschwindet, dass ihr nicht irgendwie wieder wie so ein Bekloppter auf dem Boden slidet, weil das ist irgendwie noch verbuggt. Keine Ahnung. So behebt ihr das dann. Und das war's eigentlich schon. Mehr müsst ihr nicht machen. Ich kann euch das jetzt nicht, ja, also ich wollte jetzt nicht 3,9 GB nochmal runterladen, nur um euch das zu erklären. Es ist wirklich nicht schwer. Hier steht es ja nochmal erklärt eigentlich. Wenn ihr genau hier auch noch Torrent File, Download Content to Game Data Folder, so MB2 Folder will be visible, you should have Base and Folder Inside.
After download finish start launcher and click install. Ja, das ist auch der Launcher so gesehen. Also das ist beides dasselbe, nur halt unterschiedliche Varianten zum Downloaden und das geht dann halt einfach so. Na, ich werde euch das verlinken, die Seite. Ist auch nicht wirklich kompliziert. Das kriegt ihr schon hin. Und wie gesagt, dann, wenn ihr das installiert habt, am besten hier noch diese ZMB Base Assets PK3 Datei in den Base-Ordner tun, damit ihr diesen Bug beheben könnt. Und dann könnt ihr eigentlich auf PlayMB2 gehen und könnt das dann starten. Dann müsstet ihr eigentlich die Server, wenn ihr joint, haben, und wenn es halt nicht, dann geht ihr halt Server. Hier, dann geht ihr auf jackcool.com ME2 Server, dann seht ihr auch, wie viele Leute online sind, kopiert euch die IP, drückt über Steuerung die Taste und über Tab die Taste, dann öffnet ihr die Konsole und gibt halt ein Connect und dann die IP, die hier steht. So als Alternative, wenn ihr da jetzt nicht unbedingt wisst, wie ihr connecten könnt. Ja, das war's. Hier könnt ihr dann auch immer sehen, die Details, welche Version jetzt, auf welcher Version gespielt wird. Sehe ich gerade nicht. Warte mal, hier Detail. Hier ist auf jeden Fall die Karte. Irgendwo stand auch noch die Version. Ist ja auch wurscht eigentlich. Müsste eigentlich irgendwo dabei stehen. Ich finde es gerade nicht. Ich bin gerade so blöd. Ja, das war's eigentlich. Mehr ist das nicht. Und ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer und könntet zocken. Ich werde auch noch Deutsch in den Titel schreiben, weil sich ein paar Amis beschwert hatten. Ich auf Deutsch, it's German people. Von dem her, ich hoffe, dann lassen mich da mal in Ruhe. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.